LA Auto Show 2014. Automotor und Sport präsentiert die Highlights aus den Messehallen des LA Convention Center. Keine LA Auto Show ohne einen Blick auf die amerikanischen Hersteller. Cadillac zeigt mit dem ATS-V eine potente Limousine, die 456 PS nur an die Hinterachse entlässt. Ziel hier ganz klar, die Power-Limousinen von Mercedes, Audi und BMW herausfordern. Optisch macht der Ami klar, dass hier genügend Pferde unter der Haube sind. Cadillac ATS-V. Man, that's America! Ja, 456 PS, das können sie einfach, die Amis. Ford präsentiert auf der LA Auto Show eine weitere Variante des neuen Mustang. Der GT 350 ist dabei noch sportlicher als die GT-Variante. Schon vor 50 Jahren hat Carroll Shelby dem Mustang Beine gemacht. Und auch im aktuellen Ford-Modell gibt es über 500 PS an die Hinterläufe. Seit Jahren reden alle über die Brennstoffzelle, aber Toyota ist jetzt der Erste, der es endlich mal durchzieht. Bringt den Mirai als erstes Großserienauto. Ich finde es klasse, Toyota hat es schon beim Hybrid gezeigt, einfach mal machen. Na, über das Design kann man allerdings geteilter Meinung sein. $707 für nur $60.000. Dodge Challenger SRT Hellcat. Der Name ist Programm. Weltpremiere für einen Japaner in LA. Mazda zeigt mit dem neuen CX-3 einen Konkurrenten für Opel Mokka und Mini Countryman. Kompakt und im Kodo-Design sieht er auf den ersten Blick aus wie ein zu heiß gewaschener CX-5. Liebling, ich habe den CX-5 geschrumpft. Zumindest sieht es ein wenig so aus, wenn man sich den CX-3 mal aus der Nähe anschaut. Aber ich finde, der sieht echt lässig aus, geht in so ein richtig boomendes Segment rein und wird sich super verkaufen. Das sind die Highlights aus den Messehallen aus Los Angeles.